Lift-Job. Für mich war schon klar, ich habe halt sofort gesehen, ey, ich kann da drinnen zeichnen. Beziehungsweise ich kann die Leute, was ich am Anfang gemacht habe, ich kann die Leute erstmal zeichnen lassen. Lass die Leute zeichnen und gucken, was sie in einer Minute Kreatives umsetzen können. Und dann, klar, nach den ersten ein, zwei Malen habe ich natürlich gesehen, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Gelegenheit, weil ich meine Kunst einmal präsentieren kann, einmal im Lift herstellen, weil der Lift ja gleichzeitig auch als Atelier fungiert. Und man ein direktes Feedback einfach hatte. Viele Leute hat einfach interessiert, der Arbeitsprozess, also diese Idee, dass man Kunst im Lift macht. Das war so die Faszination von den Leuten. Einfach das ist was Neues, das habe ich noch nicht gehört. Und das habe ich natürlich gespürt und habe gesehen, das macht erstmal Spaß und die Leute sehen direkt, was ich male. Weil wenn ich male, will ich natürlich auch, dass die Leute das sehen. Das ist ja für mich das Faszinierende. Ich bin Maler, ich hab Ideen, ich habe Visionen. Die setze ich dann in der Bildsprache um, weil mir das Malen liegt. Und kann dann meine Erlebnisse, so wie ich die Welt sehe, so wie ich die Menschen sehe, kann ich dann in meiner Fantasie oder einfach so wie ich sehe, abstrahiert oder einfach direkt so dargestellt präsentieren. Zeitgenössische Kunst, Gegenwartskunst, die ich betreibe. Der Stil ist teilweise abstrakt, also jetzt von der Serie, die unterscheiden sich. Lift Art 1 hat abstrakte Elemente und auch illustratorische Elemente und die versuche ich dann in Einklang zu bringen. Ich sehe was, also ich habe so eine Bildsprache, ich sehe eigentlich alles in Bildern und das versuche ich dann zu Blatt zu bringen. Und entweder es wird dann direkt umgesetzt, was meistens nicht so der Fall ist, sondern wenn ich mich jetzt zum Beispiel in dem Lift befinde, lasse ich mich von den Menschen, von den Umgebungen, lasse ich mich beeinflussen und diese Beeinflussungen nehmen dann dementsprechend Veränderungen in die Idee, die ich vorher hatte. Ja. Und so passiert es, dass die Bilder dann ganz andere Formen annehmen. Vor 2 Jahren, mit dem Anfang von dieser Serie, von dieser umfangreichen Serie, die ich jetzt bis jetzt einfach produziert habe, gezeichnet habe, gemalt habe, ging es dann wieder richtig los, dass ich aktiv habe, einfach angefangen habe zu zeichnen. Jeden Abend oder ja, jeden Abend, jede Nacht, in dem ich in dem Lift war, habe ich ein Bild gezeichnet oder beziehungsweise ein Bild weitergezeichnet. Hallo! Na? Jetzt mach! Ja. Komm! Mach mal! Also für mich ist es irgendwie was ganz Spezielles, weil ich grundsätzlich auch komplett anders an die Sache herangeführt worden bin. Also es fing für mich ja andersrum an sozusagen. Ich wusste zuerst überhaupt nicht, dass es ein Konzept gibt und dass es letztendlich für eine bestimmte Sache gedacht ist und dass das Ganze einen Anfang und ein Ende hat. Und jetzt im Nachhinein das so zu erfahren, dass es mit Konzept stattgefunden hat, finde ich total großartig und man kriegt einen ganz anderen Zugang zu Kunst. Ich würde ganz gerne mal den Unterschied vielleicht wissen, wie es wäre, wenn ich ein Stück in irgendeiner Galerie hängen sehen würde, wie das dann auf mich wirken würde. Es findet sich irgendwie auch sehr viel vom Club wieder, es findet sich sehr viel von den Menschen wieder und vielleicht hat das auch mit meiner eigenen Fantasie was zu tun, aber ich finde, dass man in den Bildern sehr viel von sich selber auch wiederfinden kann, wenn man das sucht. Es gibt viel Raum für Fantasie und Finden. Das, was ich mache, das steht im Vordergrund, meine Kunst steht im Vordergrund. Ich bin jetzt hier, das ist schon völlig überflüssig, dass ich hier eigentlich rede.
Aber das mache ich, weil damit man sich dieses Projekt Liftart einfach vorstellen kann. In erster Linie ist ja einfach das, was du siehst oder hörst, interessant. In zweiter Linie ist die Person dann einfach wichtig. Also, aber am wichtigsten ist einfach das, was diese Person macht. Also, anschauen. Augen auf beim Herkommen. Richtig.